So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir haben in der letzten Folge so ein Geisterhaus geklärt. Ich würde tatsächlich gerne heute einmal in ein paar interessante Orte rein. Wir müssen nur irgendwie herausfinden, wie wir hier rauskommen, ohne da hinten runterzufallen. Denn da hinten ist ein interessanter Ort und den würde ich gerne abgeschlossen. Wieso ist das abgeschlossen? Und den würde ich gerne holen, tatsächlich. Denn hier geht's ziemlich tief runter. Ich überlege gerade aber, wie ich da hinkomme. Kann ich da vielleicht hochklettern? Warte mal, gibt es hier irgendwie einen Weg? Ja, hier scheint ein Weg zu sein, aber wie komme ich zu diesem Weg hin? Das ist die Frage, die sich mir stellt, meine Damen und Herren. Denn wenn ihr mich fragt, fehlt da eindeutig die Tür. Ja. Kann man hier vielleicht irgendwie hochklettern oder sowas? Verpasse ich hier irgendwas? Kann ich da hochklettern? Hallo, Geralt? Ja. Kann hier, denke ich, hochklettern. Geralt, kletterst du bitte? Ach, Geralt. Och Mann, Geralt, was soll das denn? Kletter doch bitte da hoch. Och, okay, ja, in die Kiste. Geralt, das ist doch wirklich keine... Ey, das ist doch keine schwere Aufgabe, die ich dir hier gebe. Geralt, kletter bitte dieses Dach hoch. Geht nicht, ne? Er scheint doch nicht zu wollen. Bin hier offensichtlich. Aber wie komme ich denn dann dahin? Da kann ich hier tatsächlich doch hochklettern. Ja, doch kann ich. Ja, guck mal einer an. Und dann ist... Ach, guck mal, ich hätte hier doch hochklettern gekonnt. Merkwürdig, aber... Hä? Kann man nicht hier... Oh, gibt es hier echt nicht so einen Hinterausgang oder sowas? Hier echt irgendwas? Nee, nix, wa? Da musstest du echt klettern. Frechheit, Mann. Weil auch hier, da wo dieser Weg anfangen soll, kein Ausgang. Na gut. Soll mir ja recht sein. Wetter auch. Hauptsache, Geralt macht mit, weil manchmal ist sie, ist das ein bisschen komisch. Was ist das denn hier für ein Ding? Oh, ein Ort der Macht. Das ist gut. Ein Ort der Macht ist super. Magie. Ein Ort der Macht. Ja, gib mir deine Kraft. Und vor allen Dingen gib mir deinen Fähigkeitspunkt. Denn... Wie viele muss ich hier noch rein investieren für die nächste Stufe? Das ist ein Drehangriff. Der ist Quatsch. Den brauchen wir alles nicht. Was haben wir hier? Nee. Das ist auch nicht schlecht, ne? Eigentlich bei einem Konter, aber ich konnte halt quasi nie. Eigentlich weiche ich fast immer nur aus. Deswegen ist die Frage, ob sich das lohnt oder ob ich nicht nochmal hier rein investieren sollte. Ich will das haben. Ich will unbedingt das haben. Das ist richtig geil. Jede Trankportion stellt 5% der Max-Vitalität her. Das ist richtig geil. Investiere hier rein. Ich sag mal, der Überdosis-Schwellenwert, den zu erhöhen, schadet definitiv auch nicht, ne? Kannst du dir halt mehr Tränke reinballern, ohne dass du daran stirbst, quasi. Denke ich mal, dass es das bedeutet. Bin ich jetzt mal geschätzt. Hui! Geralt ist ein Rutschlaune hier, wa? Nee, also wir müssen definitiv mindestens hier Level 30 sein, bevor wir nach Novigrad zurückkehren können, um da den Rest zu erledigen, der noch ansteht. Mindestens Level 30, weil da waren voll viele Sachen noch erst ab Level 34. Level 32 und ich will eigentlich, bevor ich die Erweiterungen spiele, das Game an sich erstmal durchspielen. Glaube ich mal gesagt. So, was haben wir denn hier noch? Quests. Also, wir haben hier noch dieses Ding, das würde ich auch gerne noch holen. Moment, ich muss glaube ich schon wieder niesen. Da
Das ist wieder so ein Fotzkopf, der nicht kommt. Ich hasse es, ehrlich. Also es gibt nichts wenig unsatisfying als Nieser, der nicht rauskommt. Danach läuft einem immer die Nase, es kitzelt einfach den ganzen Scheißtag, bis dieser Nieser endlich rauskommt. Nervt. Aber gut. Wir gehen jetzt erstmal diesen nächsten interessanten Ort hier noch abklappern. Wie gesagt, ein paar Sachen müssen wir auf jeden Fall noch holen. Die Dinge auf dem Meer, die hole ich erstmal nicht. Also die lasse ich jetzt erstmal außen vor. Weil man da auch meistens tauchen gehen muss und so ein Scheiß. Und das ist einfach auch irgendwie annoying, muss ich ehrlich zugeben. Aber hier ist halt viel mit Seefahrerei hier, ne? Deswegen, ich sag mal, das ist so eine Wikingerinsel namens Gellige. Da ist halt auch viel mit Seefahrerei. Das muss man einfach auch, dem muss man sich klar im Klaren sein. Aber wir müssen es ja erstmal noch nicht machen. Reicht ja, wenn wir die Dinge an Land erstmal fertig machen, ne? Bevor wir hier großartig irgendwie rum Seefahrern gehen. Gibt noch irgendeinen Tönnis, den ich für die schwarze Perle da noch treffen sollte, an irgendeiner Brücke. Da müssen wir auch gleich nochmal Auge machen. Wo müssen wir denn hier? Ist das ein Banditenlager oder was? Ja, scheint so, ne? Ihr seid ja, ihr könnt ja gar nichts. Solltet euch mal richtig anziehen, ist doch kalt hier in der Bude, ey. Einfach mal den mit dem Schild ausknocken. Sag mal, Bruder, lass mal mal bleiben, ne? Mein Bester. So gebratenes Fleisch. Wir nehmen auch immer gerne die Heilung natürlich mit. Auch wenn wir jetzt natürlich geskillt haben, dass Heilung 20 Minuten geht. Und zwar Echtzeit 20 Minuten. Das ist auch sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier noch? Eieiei. Überlegener Donner. I like that. Was brauche ich dafür? Nee, Quatsch, schau mal auf. Überlegender Donner. Brauche ich auch wieder diese weiße Möwe. Und was ist das? Zonrübe. Und die lässt sich doch bestimmt auffinden irgendwo. Ich muss mal gucken, wo man die weiße Möwe herbekommt. Ist das irgendwie ein Trank oder so, den man brauen kann? Nordwind. Müsste eigentlich auch klar gehen. Gegner ein. Ja, komm, stellen wir mal her. Und dann nochmal so eine verbesserte Dimitrium-Bombe. Ja, komm, das bauen wir auch mal kurz. Gut. Tränke können wir auch noch zwei Stück brauen. Überlegener Donner. Es hat sich nichts verändert. Was ist das denn? Immer wenn du Gegner tötest, verlangen wir uns nicht vorübergehen. Ach, irgendwie verkehrt, ne? Das behalten wir jetzt erstmal. Ich habe eh nicht mehr allzu viel Alkohest. Zaunrübe, ich habe sie gefunden. Hervorragend, jetzt bräuchte ich nur noch diese weiße Möwe. Ich muss ehrlich mal googeln, wo man das herbekommt. Ey Jungs, ich google jetzt mal kurz. The Witcher 3 Wild Hunt, weiße Rübe. Weiße Möwe. The Witcher 3, weiße... Ja, weiße Möwe. Ich hab's doch direkt hier alles drauf. Manuskriptleiter. Ach, das muss man finden. Okay. Ja, das Ding ist, also wir müssen ab und zu mal bei Kräuterkundlern gucken, die haben manchmal Manuskriptseiten. Und da gibt's dann das Manuskript Weiße Möwe. Das heißt, wir müssen Kräuterkundler abchecken. Okay, dann lass uns mal, bevor wir jetzt hier anfangen rumzureisen, lass uns mal gucken, was haben wir denn noch so in den Quests. Echo der Vergangenheit, nein, das wollen wir nicht machen. Hier, auf der Fährte, suche nach Farö und Dingskirchen. Wo finde ich die denn? Die sind ganz da unten. Wir sind ganz da unten. Könnten wir eigentlich mal machen, oder? Können wir eigentlich mal machen. Einmal zurückgehen.
Vielleicht haben die hier ja auch einen Kräuterkundler im Dorf, dann kann ich da mal einmal gucken. Das scheint verkauft zu werden, dieses Rezept der weißen Möwe. Das ist also auch ein Trank, die weiße Möwe. Und den muss ich brauen, damit ich den überlegenen Donner und die überlegene Spalbe bauen kann. Dann hätte ich, glaube ich, 6 Ladungen für das Ding, Alter. Das wäre auch nicht verkehrt, muss ich ehrlich sagen, Freunde. Würde ich tatsächlich mitnehmen. Müssen wir definitiv mal Auge aufhalten. Das ist ein Trankrezept, was man kaufen muss. Man muss das Ding gar nicht finden oder es ist keine Alchemie-Zutat an sich. Oder vielleicht schon, aber man muss das als Manuskriptseite finden. Beziehungsweise kann man kaufen. Und dann muss man halt gucken, wo man das kaufen kann, nicht? Gut. So, hier ist der Schnellreisepunkt. Gehen wir mal nach unten. Da haben wir direkt auch das nächste Anschlagbrett, was wir mitnehmen können. Oder? Ne, hier gibt's gar keins. Mal gucken mal. Dort nicht. Finde Hammond. Okay. Gehen wir nochmal luschern hier, wo Hammond sein könnte. Ich weiß nicht, ich bin nicht gerne mit dem Pferd in diesem Spiel unterwegs. Ich finde, das Pferd lässt sich scheiße steuern. Klar, an manchen Stellen geht es schneller und so, aber ich finde, das Pferd lässt sich kacke steuern. Und ganz ehrlich, Jungs, bei den Folgen, die dieses Game in Anspruch nimmt, was haben wir denn hier? Bei den Folgen, die dieses Game sowieso in Anspruch nimmt, kommt es auch ein bisschen mehr laufen oder weniger auch nicht in Frage. Und ich muss das Let's Play auch nicht künstlich in die Länge strecken. I mean, ich verdiene ja sowieso nichts dran. Wenn ich mehr Folgen mache, habe ich ja nur, ich sag mal, das Einzige, was ich investiere, ist meine eigene Zeit. Und ansonsten gar nichts. Krieg auch nichts raus, also das ist eine einseitige Investition und das macht ja gar nichts. Und eure Zeit investiere ich natürlich auch. Grüß euch! Was ist denn hier wieder los? Und was willst du? Ich suche Hammond. Aus welchem Grund? Geschäfte. Um diese Tageszeit betet er in der Kapelle auf dem Hügel. Wenn du Sklaven kaufen willst, musst du warten, bis er fertig ist. Ich wusste nicht, dass er ein gottesfürchtiger Mann ist. Er betet? Ich hätte ihn nicht für einen gottesfürchtigen Mann gehalten, nach allem, was ich von ihm weiß. Es würde aber niemanden überraschen, der ihn wirklich kennt. Wieder ein Schnüffler! Ihr wisst, was zu tun ist! Oh, fuck. Na, wie lange soll ich noch warten? Ja, ihr brennt auf jeden Fall. Siehst du, das ist nämlich das, was wir vor ein paar Folgen angesprochen haben. Die attackieren mich jetzt auch und deswegen massakriere ich jetzt auch das gesamte Dorf. Völlig egal, ob die... Deswegen kann ich das diesem Hexer das überhaupt nicht übel nehmen. Ich massakriere die jetzt hier auch alle. Versteht ihr? Die werden jetzt von mir nämlich auch alle geschlachtet hier. Ja, ist der auch. Ich bin fucking Geralt von Riva. Du, das mal. Befehle von Hammond. Nächstes Mal besuche ich den Schrein auf dem Hügel und bringe ein Opfer da, bevor es losgeht. Am Göttersegen ist allen gelegen. Wenn Kunden kommen, sollen sie warten, bis ich zurück bin. Sie werden es verstehen. Sie wissen, dass ich unausstehlich werde, wenn man mich beim Beten stört. Okay.
Ja, das ist natürlich auch alles hier irgendwie sehr interessant, ne? Bergenschnaps, super. Uno dabei. So, ich würde gerne looten. Klinkenbrötchen. Gegrillte Schweinefleisch. Ach komm, scheiß drauf. So, ich muss den Schrein finden. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, schätze ich mal. Cool, nehme ich mit. Hammond. Irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr warum, aber ich glaube, wir haben eine Rechnung mit dem offen, so wie ich jetzt gerade. Aber seht ihr, Freunde, und genau deswegen habe ich letztes Mal entschieden, diesen anderen Hexer eben nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Weil ich jetzt genauso gehandelt habe wie der auch. Die haben mich angegriffen und ich habe das gesamte Dorf einfach mal kurz massakriert. Ja. Und das ist ja das, was er auch gesagt hat. Ich wurde angegriffen von denen, also habe ich das Dorf massakriert. Man muss sich nicht angreifen lassen. Götter des Meeres, ich habe euch die Geschenke nie missgönnt. Schenkt mir einen weiteren Sieg, dann werde ich euch einen Teil der Beute opfern. Lass dich von mir nicht stören. Verdammt, was jetzt? Alter, was bist du denn für ein Bär, ey? Yad Karadin, wo ist er? Ich suche Yad Karadin. Und wer zum Teufel bist du? Ein Freund eines Freundes. Ich suche Karadin. Vielleicht könnten wir eine Abmachung treffen. Gefällt unser Geschäft ein paar Arschlöchern in Novigrad nicht? Verfluchte Gilden! Kommt! Worauf wartet ihr? Macht den verdammten Scheißkerl kalt! Tanzen wir. Bitte nochmal Feuer für euch. Und hopp. Ja, fühlt sich gut an. Komm her. Boom. Hat er geblockt? So, dann block ich ihn mit auf. Wird jetzt pariert, nämlich. Den Scheiß habe ich hier keinen Bock. Ohnen, I like that. Ohnen, I like that. Ohnen, na gut, Geld, ich sag mal. Nicker, what? Hier, das könnt ihr gerne wieder lesen. Für mich unwichtig. So, Lambert. Ich hab mal für dich kurz Rache genommen, ne? Irgendwo. Da unten rennen so Enigma-Tennisse rum. Die sehen aber irgendwie anders aus. Da ist nochmal irgendwas anderes dabei. Na gut, mit denen will ich mich jetzt nicht anlegen. Ich finde das immer interessant so, weißt du, da chillen irgendwie 15 Krieger und hier chillen irgendwelche Monster und keiner kümmert sich drum. I mean, what? Das hier soll die Taverne nirgends. Achso, nee. Da muss ich nach Novigrad zurück, ne? Na gut, ich kann ja inzwischen. Hier überall hin schnell reisen, also von daher. Da seht ihr das hier? Das müssen wir alles noch erkunden, Freunde. Das muss alles noch erkundet werden, aber ich bin zu schwach. Ich bin zu schwach dafür. Aber das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. Ich muss sagen, dass die jedes Mal diese Videosequenz abspielen, wenn man schnell reist, ist ein bisschen annoying. Lass mich kurz gucken. Ich meine. Willkommen, willkommen! Gelesen zu haben, dass nur eine bestimmte Kräuterfrau dieses Rezept der weißen Möwe verkauft. Ja, du nicht, alles klar. Dann hat sich das so oder so erledigt. Und ich weiß sogar, wer das ist. Das werde ich gleich mal einmal ausprobieren. Die soll in Beißgarten sein. Also in der ersten.
in der ersten Welt, die wir gemacht haben. Da soll die sein. Och nee. Geralt, Schwert ziehen bitte. Hallo, Geralt. Schwert ziehen. Geralt. Geht doch. Was ist denn für komische Bewegungen? Ich spalte euch. Ihr könnt da gar nichts. Mann. So. In der Taverne nirgendwo. Dann schließen wir diese Lambert-Quest nämlich auch ab. Irgendwo aus dem Weg da. Einen Spachtel für Lambert. Warum hast du so lange gebraucht? Junge, entspann dich. Karadin lebt mit großer Wahrscheinlichkeit in Novigrad. Und er hat den Kontakt zu Hammond nie abgebrochen. Sie sind Geschäftspartner. Ich habe auch was erfahren. Er handelt heimlich mit, lebendiger Ware. Hat ein Schiff namens Perle der Küste, verkehrt zwischen hier und Skellige. Seinen Namen hat er auch geändert. In Roland Treuger. Offiziell respektabler Geschäftsmann und Philanthrop aus Novigrad. Er besitzt ein Anwesen in Gildorf. Okay, gehen wir zu Karadin. Also gut, statten wir Karadin einen Besuch ab. Ich glaube, ich weiß, wie wir reinkommen. Ich habe einen Plan. Wenn dein Plan nicht das Ausschalten von Wachen vorsieht, sollte er überarbeitet werden. Immer mit der Ruhe. Lass sie anfangen. Ihr werdet erwartet. Kommt rein. Was? Excuse me? Wir haben 2022. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Er ist ein Hexer. Ganz recht. Darf ich meine Frau Letizia vorstellen und meine beiden Kleinen? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Ihr wisst, wer ich bin, und ich habe von euch gehört. Ihr stellt viele Fragen über mich. Das macht mich immer neugierig. Aus welcher Schule stammst du? Aus der Katzenschule. Gibt nur noch wenige von uns. Hexer sind steril. Hexer können keine Kinder haben. Aber Mündel. Oder eine Frau mit ihren Kindern auf und diese als eigene Kinder annehmen. Das stimmt. Lambert möchte was mit dir besprechen. Mein Freund wollte mit dir sprechen. Boah. Jungs, nehmt Letizia und die Kinder mit und lasst uns allein. Unsere Gäste wollen mit mir sprechen. Bin ja mal sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Eigentlich, boah. Ich bin ganz Ohr. Rede du mit ihm, Geralt. Wenn ich es tue, verliere ich bei seinem ersten Wort die Kontrolle und erwürge ihn. Okay. Erinnerst du dich an einen Hexer namens Aiden? Erinnerst du dich an Aiden? Ein Hexer. Er wurde in Elanda ermordet. Die Mörder sind gut bezahlt worden. Ich erinnere mich an ihn. Wie an alle anderen auch. Mit tiefstem Bedauern. Trotzdem war Aiden anders. Entgegen aller Gerüchte wollten wir ihn nicht töten. Wir waren gezwungen, als er uns angegriffen hat. Okay, komm zur Sache. Ich habe genug gehört. Was jetzt? Deine Reue ist gespielt. Weißt du was, Karadin? Deine Reue ist gespielt. Sie ist nicht echt. Das war sehr gut gespielt, aber ich glaube dir nicht. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt reden. Wir sind hier, um dich zu erledigen. Boah, ich bin ehrlich. Wir sollten ihn... Sollen wir ihn verschonen? Ey, Jungs, die Sache ist halt die. Er ist halt ein Menschenhändler. Frauen, Kinder hin und her. Aber selbst wenn wir ihn jetzt verschonen, kriegst du deine Rache nicht und... Du kriegst erstens deine Rache nicht und zweitens fügt er weiteren Leuten Leid zu. Also töten wir ihn. Mach, was du willst, Lambert. Dein Freund, deine Rache.
Ich habe lange darauf gewartet. Und ich will nicht sterben. Alter, wie? Du wirst es nie lernen. Damit. Das war easy. Vielen Dank für deine Hilfe, Geralt. Gern geschehen. Willst du darüber reden? Nein, alles gut. Nein. Wir sehen uns. Irgendwann. Jawohl. Mach's gut, Lambert. Also ich sag, er ist halt einfach ein fucking Menschenhändler. Was soll ich dazu noch sagen? Wir können den nicht leben lassen. Die kann ich nie mitnehmen, okay. Also selbst wenn wir sagen, okay, er hat sich verändert, ist er immer noch Menschenhändler. Also, nee, wollen wir nie. So, weiter geht es. Was haben wir denn noch zu tun? Die schwarze Perle. Gucken wir doch mal, wo das sein soll. Das ist bestimmt auch... Nee, Quatsch, anders. Wir müssen was völlig anderes machen. Und zwar müssen wir nach Weißgarten. Wir müssen nach Weißgarten. Denn ich glaube, ich habe herausgefunden im Internet, wo man diese weiße Möwe finden kann. Östlich gegenüber der Sägemühle Weißgarten. Hütte der Kräuterfrau. Mal gucken. Ja, genau. Und die müssen wir jetzt erstmal finden. Ich denke mal, das wird hier irgendwie sowas sein. Wir gehen jetzt gleich mal, wir reisen jetzt gleich mal zur Mühle. Und gucken mal, dass wir diesen Trank der weißen Möwe finden. Brauche ich gar nicht markieren, ist ja markiert. Denn das ist auf jeden Fall was, was noch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wir müssen diesen Trank der weißen Möwe bekommen, damit wir diese überlegenen Tränke craften können. Ich will die haben. Und ich will die wirklich haben. Und ich muss noch unbedingt auch herausfinden, wo man Vitriol herbekommt. Das ist auch sehr wichtig. Denn auch das brauchen wir, um die überlegene Schwalbe zu craften. Nicht nur, dass wir dann mehr... Sag mal schnell. Dass wir dann mehr... Geralt und Yennefer waren wieder vereint. Mann. Und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Also ja, jedes Mal diese Scheiße abspielen nervt halt ein bisschen, ne? So, dann müssen wir jetzt mal gucken, östlich. Das muss ja dann hier eigentlich sein, ne? Wenn das hier die Sägemühle... Ist das hier die Sägemühle? Kann sein. Das ist das Haus der Kräuterfrau. Du Scheiße, was geht denn hier ab? Wieso sind hier die Satyre? Die sind ja nix. Die sind ja langweilig. Aber das scheint nicht die Sägemühle zu sein. Das ist natürlich schlecht. Ist das da hinten vielleicht das Haus der Kräuterfrau? Das könnte sein. Gehen wir mal gucken. Würde auch noch passen. Sieht aber auch irgendwie kaputt aus, ne? Nein. Okay. Schlecht, Freunde. Schlecht, weil ich habe ehrlich gesagt jetzt keinen Plan mehr, wo das sein soll. Haus der Kräuterfrau. Da, Sägemühle. Hier, da ist das Haus der Kräuterfrau. Einmal lesen hätte gereicht. Mit einmal lesen wäre ich der Sache auf den Grund gegangen. Aber ich habe wieder nicht zu Ende gelesen. Und die soll das Rezept dafür verkaufen. Bin gespannt. Wir werden es gleich herausfinden. Und dann hoffe ich, dass ich den überlegenen Donner bauen kann, weil den jage ich mir doch inzwischen häufiger rein als die Heilung. Weil ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt Heilung geskillt habe, brauche ich die Schwalbe nicht mehr so häufig. Die brauche ich wirklich nur noch, wenn es absolut brenzlig wird. Und ich dementsprechend mehr Heilung brauche, ja. Dann nehme ich das, aber inzwischen jage ich mir die Schwalbe doch seltener rein. So, liebe Kräuterfrau. Ich würde gerne mal mit dir sprechen. Hallo? Tomira? Ja? Genau, dich suche ich. Kennst du eine Frau namens Claire? Was? Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn.
Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber ich wusste gar nicht, dass wir hier noch eine Quest haben. Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Was? Warum kriege ich jetzt Trost? Tomira, ja? Ich muss nochmal mit dir reden. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Das ist ja voll gelogen. Verkauf diese Manuskriptseite ja gar nicht. Das ist ja voll gelogen. Das ist ja jetzt scheiße. Das ist ja jetzt mal richtig scheiße. Die verkauft das ja gar nicht. Bin ich jetzt dumm? Das steht doch im Internet. Moment, lass mich mal jetzt einmal nochmal nachgucken. Den wertvollen Alkohol... Warte mal, bin ich jetzt dumm oder habe ich das vielleicht sogar schon? Das ist nämlich Alkohol und gar kein... Och Junge, ich bin so ein Hampelmann. Raunenlikör, okay. Und Arenia. Ich bin so ein Hampelmann, das kannst du dir nicht ausdenken. Ey, Entschuldigung, ich musste nochmal niesen. Ich hab die weiße Möwe nämlich schon. Das ist einfach nur, ich hab nur in der falschen Kategorie geguckt. Leb wohl. Alles klar, Jungs, top. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie die Sachen zusammensammeln, um die weiße Möwe zu craften. Was brauchen wir denn dafür? Alchemie. Da, weiße Möwe. Wir brauchen Kirschlikör, Alraunenlikör und Arenaria. Ja, müssen wir tatsächlich mal, nach solchen Sachen Ausschau halten. Ich schreibe mir das mal auf. Kirschlikör. Alraunenlikör. Und Arenaria. Müssen wir mal gucken, welche Sachen finden. Schreibt es einfach mal auf. Immer wenn wir einen Kräuterkundler oder sonstiges finden, oder einen Händler finden, gucken wir jetzt danach. Okay, ab in die Weltkarte, Skellige, wir kommen. Wo soll es hingehen? Da oben? Eine schwarze Perle, da muss ich hin. Interessant, interessant. Okay, das Problem an der Sache ist, ich habe jetzt das hier freigeschaltet. Alter, jetzt geht's aber los hier. Wie Yennefer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Es zeigte sich, dass der Druide Moissac nicht daran dachte, die Zauberin den zerstörten Wald untersuchen zu lassen. Geralt und Yennefer suchten Jarlkrach an Kraid auf, der ihnen half, den Widerstand des Druiden zu überwinden. Okay, Freunde, aber wir beenden an der Stelle jetzt erstmal die Folge und machen nächste Folge weiter, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Also, bis zum nächsten Mal.